Hallo und willkommen zu einem weiteren Retro-Special. Die Marke Star Trek ist nach einem ziemlichen Durchhänger im letzten Jahrzehnt ja frisch wiederbelebt worden, dank Nerd-Messias J.J. Abrams. Und auch wenn das nächste Spiel mit dem einfachen Titel Star Trek nicht gerade verspricht, eine echte Granate zu werden, so gab es doch im letzten Jahrtausend einige echte Highlights unter den leider auch ziemlich vielen und meistens nicht so wirklich faszinierenden Trek-Spielen. A Final Unity haben wir ja bereits vorgestellt, ein extrem atmosphärisches Adventure, in dem Hardcore-Fans sich regelrecht verlieren können. Elite Force hingegen zielte mehr auf den Mainstream, der Shooter aus dem Jahr 2000 zählt zu den ganz wenigen Star Trek-Spielen, die auch bei jenen ankamen, die Captain Picard für einen Heißluftballonfahrer hielten. Der Titel zählt bis heute zu den erfolgreichsten Trek-Spielen und das verdankte einem ganz einfachen Konzept. Benutze Half-Life mit Star Trek Voyager. So einfach ist das. Sie haben auf das Notsignal eines gestrandeten Schiffes reagiert und es hat das Feuer eröffnet. Tuvok, Sie antworten nicht auf Rufe. Ziehen Sie auf Ihre Waffensysteme und machen Sie sie kampfunfähig. Phaser feuern. Zugegeben, rückblickend ist Voyager nicht die coolste aller Star Trek-Serien. Das liegt aber nicht an der Grundidee, sondern an dem, was man daraus gemacht hat. Und bei Elite Force wird einiges aus der Materie herausgeholt. Hier wird einem alles geboten, was man sich vom Setting der Serie erhoffte und leider nur selten bekam. Fremdartige Aliens, Action mit den Borg, Action mit Spezies 8472, die wilde und gefährliche Seite von Star Trek. Und wie schon erwähnt, Half-Life, damals der Genrekönig, stand hier schon irgendwie Pate. Die Handlung fügt sich nahtlos in die Serie ein. Lieutenant Commander Tuvok hat das Hazard-Team gegründet, um mit besonders gefährlichen Außenmissionen klarzukommen. Von den 7 Mitgliedern sehen wir zwar in der Serie nur 2, was bei einer Crew von 150 Leuten heißt, dass der Rest wohl immer gerade auf Klo oder im Spind eingeschlossen war, aber immerhin. Wir übernehmen die Rolle von Fähnrich Alex Monroe, der oder die Männlein oder Weiblein sein kann, und ballern uns durch 8 recht lineare und auch nicht wirklich lange Missionen. Auf diesen geht es darum, dass die Voyager beim Angriff eines fremden Schiffs schwer beschädigt und in eine Art galaktisches Bermuda-Dreieck geworfen wird. Dort ist sie nicht allein und Überlebende von anderen Raumschiff-Wracks versuchen, die Neuankömmlinge auszurauben. Bereits in den ersten Spielminuten haben wir schon Angriffe unbekannter Aliens, Kämpfe mit Klingonen, Plünderern und einen Warp-Kernbruch. Und so geht es weiter. Achtung, Warp-Kernbruch steht bevor. Das Spiel verrät schon mit dem Slogan Set Phasers to Frag, dass es dem Star Trek-Universum die Action bringen wollte. Im Verlauf der Geschichte sammeln wir diverse schlagkräftige Alien-Women ein, die deutlich mehr Spaß machen als der lahme Handphaser. Wie auch in Valves legendärem Shooter erleben wir das Geschehen meist aus der Ego-Perspektive und können in ruhigeren Passagen des Spiels mit unseren Teamkollegen interagieren. In diesen gemütlicheren Phasen können wir auch ziemlich frei weite Teile der Voyager erkunden, die detailgetreu nachgebastelt wurde. Dies sowie die typischen Sounds und natürlich die Originalsprecher sorgen für Star Trek-Feeling pur. Fähnrich Monroe, Sie tragen einen Schutzanzug. Gehen Sie runter in den Maschinenraum und helfen Sie Belana, das Leck zu schließen. Doch weil Leveldesign, Inszenierung, Story und Gameplay auch für sich überzeugten, konnte sich Elite Force auch an Nicht-Tracker gut verkaufen. Auch die Grafik warf uns damals dank It Tech 3 Engine ziemlich um. Dafür verantwortlich waren übrigens die Entwickler vom Activision-Label Raven Software, die zuvor vor allem durch die Hexen- bzw. Heretic-Reihe bekannt war. Danach lieferten sie das brillante Jedi Outcast für LucasArts ab, das im Grunde die gleichen erfolgversprechenden Zutaten wie Elite Force beinhaltete. In den letzten Jahren taten sie sich vor allem durch mittelprächtige X-Men-Spiele, indizierte Titel und Call of Duty-DLCs hervor. Den Nachfolger zu Elite Force durften dann 2003 aber Ritual Entertainment produzieren, die sich vor allem mit Heavy Metal Fact 2 einen Namen gemacht hatten. Elite Force 2 überbrückte die Spanne zwischen Voyager und dem letzten Picard-Kinofilm Nemesis. Der Held blieb Monroe, dem im Prolog des Spiels eine entscheidende Aufgabe bei der Heimkehr der Voyager zufiel, dezent anders als in der Serie, und der danach zum Dozenten an der Starfleet Academy berufen wurde, bis Captain Picard ihn dann für gefährliche Missionen im romulanischen Raum rekrutierte. Teil 2 kam leider nie an den Erfolg des originalen Elite Force heran. Teil 1 erhielt von der PC Games damals 85%, Teil 2 kam noch auf 83%. Dieses Retro-Special wurde Ihnen präsentiert von ZAM. Der wollte es nämlich unbedingt haben und hat es finanziert, organisiert, was weiß ich was alles. Warum? Ich hatte das Spiel schon mal, beziehungsweise beide Spiele schon mal, und natürlich sind die über die Jahre hinweg ein bisschen verschütt gegangen und dann habe ich es mir neu gekauft. Extra für das Special. Ja, extra für das Special, genau, sagen wir jetzt mal so. Aber die sind auch nicht billig mittlerweile, weil die einfach nicht mehr produziert werden und kriegt man sie nur noch als Sammlerstücke. Ach so, du hast tatsächlich also wirklich das Ding zum ins Regal stellen geholt, das gibt es nicht auf GOG oder so. Noch nicht.
Man soll es nicht beschreien, was noch alles kommt und was nicht. Ja. Okay, mach mir mal klar, warum das Spiel nicht nur für Star Trek-Fans auch ansprechend ist. Nein, es ist einfach ein sehr guter Shooter. Er ist zwar auch ein bisschen linear, wenn man es ganz genau nimmt, aber er hat viele, viele Action-Passagen, interessante Story. Auch wenn man nicht auf Star Trek steht, okay, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, doch, müsste funktionieren. Und unglaublich viele Waffen auch. Also es ist einfach für Shooter-Freunde auch geeignet. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute, die das gemacht haben, waren auch ein bisschen verrückt mit Specials und extra Leveln und so. Ja, vor allen Dingen im zweiten Teil ein spezielles Extra-Level, was auf Mario Brothers ausgelegt ist. Da findet man in einem versteckten Raum so diese Röhren, die es auch bei Super Mario gibt. Springst du rein und hast du so ein 2D-Hüpflevel auf einmal mit der gleichen Engine. Das war die Quake 3 Engine und die ist auch dafür geeignet gewesen. Ziemlich schräg. Ich habe mich ja gefragt, wie kam man eigentlich auf die Idee, ein Franchise wie Star Trek, das ja eher geruhsam und eher so moralisch mit dem Zeigefinger wedelnd ist, als Shooter umzusetzen, wo man alles abballert? Es ist doch prädestiniert dafür. Die haben doch zum Beispiel bei Deep Space Nine, okay, es ist ja Voyager, aber bei Deep Space Nine führen die ja Krieg permanent, da wird ja auch viel geballert. Und ja, sie haben unglaublich viele Gegner. Vor allen Dingen auch die Voyager da draußen in den unendlichen Weiten treffen ja ständig auf irgendwelche Leute, die ihnen ans Leder wollen. Und ja, was macht man? Waffe raus, ballern. Und eine Elite Force gründen. Ja, um zu überleben. Um dann später festzustellen, dass sie bei der Föderation nicht gebraucht werden und wieder eingesetzt werden. Ich fand das Spiel übrigens cool, weil die Originalsprecher im Deutschen und Englischen dabei sind. Das verstärkt auf jeden Fall die Atmosphäre. Und mir gefällt der zweite Teil besser, muss ich sagen, weil da hat man so lustige Sachen wie einen Tricorder. Und ich stehe einfach drauf, irgendwie Sachen zu bedienen im Star Trek-Universum und aus der Ego-Perspektive auf alles zu sehen und Konsolen vor sich zu haben. Das ist echt super gemacht. Wenn es einen Punkt gibt in den Spielen, einen Moment oder einen Bosskampf oder so, den du hervorheben möchtest, als das ist das Beste daran? Die Enterprise zu begehen im zweiten Teil, die Enterprise E, die kann man sehr, sehr umfangreich begutachten. Und trifft dann auch auf viele Charaktere und es ist einfach super. Es ist ein super Feeling, wenn man Star Trek mag. Du sagtest ja auch, es ist ein guter Shooter. Woran machst du fest, das ist ein guter Shooter? Am Gameplay, an der Art und Weise, wie die Kämpfe inszeniert werden? Vor allen Dingen auch am Bosskampf. Also es gibt einen Endbosskampf, wer es noch nicht gespielt hat, obwohl ist egal, ich spoilere einfach. Der ist in mehreren Stufen im zweiten Teil. Also halt ein riesiges Vieh und man muss am Anfang noch einen Vulkan, hätte ich fast gesagt, einen Romulaner, aus seiner Basis oben rausschießen, muss immer darauf achten, dass man wieder Munition hat, anderen Gegnern dabei ausweichen. Dann kommt das große Vieh, was man eigentlich bekämpfen muss, das bekämpft dich auch wieder in zwei Stufen, während um dich herum Plattformen verschwinden und so weiter. Also es ist noch herausfordernd und das finde ich echt geil. Okay, also nicht weichgespült. Nee, auf keinen Fall. Zahm ist auch nicht weichgespült. Das war's dann aber auch für heute. Wir sehen uns im nächsten Retro-Special oder am morgigen Freitag in High Five. Tschüss und bis dann.